Philipp, das Thema Pflege, ist das bei deinen Kunden, bei deinen Investoren überhaupt ein Thema oder? Ich glaube, viele haben es nicht auf den Blick. Erst wenn man so ein bisschen älter wird und die eigenen Eltern als Pflegefall erlebt, dann kommt es so langsam auf. Aber viele unserer Kunden sind auch sehr jung, Mitte 20 bis maximal Mitte 30. Da gibt es vielleicht dann schon Fälle bei den Großeltern, ja, aber da kümmern sich dann die Eltern, da ist man auch noch ein Ja, Stück weit ja, weg ja. davon. Man macht sich, glaube ich, zu spät erst Gedanken drüber. Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, man ist jung, gesund und fit und man verbindet das Thema Pflege oftmals mit Alter. Ja. Das ist bei meinen Kunden oft ähnlich, auch bei jungen Kunden. Ich spreche das Thema trotzdem aktiv an. Warum? Ich behaupte, Pflege ist keine Frage des Alters, sondern der Gelegenheit. Ja. Jeder von uns nimmt am Straßenverkehr teil, als Autofahrer, als Radfahrer oder als Fußgänger. Komischerweise wird das Auto oder ein Vollkasko versichert, weil es könnte ja was passieren. Aber wenn ich da das konsequent zu Ende denke, dann muss ich ja auch sagen, okay, wenn dem Auto was passieren könnte, dann könnte es ja sein, dass ich am Steuer sitze. Und was ist dann mit mir? Ja. Was ich auch noch regelmäßig dann als Antwort bekomme, wenn ich das Thema einfach mal anspreche, das ist dann so, na, ich habe ja schon eine Pflegeversicherung oder da gibt es doch was. Ist doch Teil meiner privaten Krankenversicherung. Genau, es ist auch Teil der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben nämlich seit Mitte der 90er Jahre die sogenannte Pflegepflichtversicherung. Das heißt, jeder, der in Deutschland krankenversichert ist, und auch da gibt es die Pflicht eigentlich, dass man in Deutschland eine Krankenversicherung haben muss, hat auch automatisch die Pflegepflichtversicherung. Was viele nicht wissen bei den Privatversicherten ist, die Leistungen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung und der privaten Pflegepflichtversicherung sind identisch. Die sind vom Gesetzgeber definiert. Ja. Was viele nicht wissen von den Gutverdienern ist, dass die private Pflegepflichtversicherung bei Gutverdienern oft nur die Hälfte kostet wie die gesetzliche Pflegepflichtversicherung. Das nur so am Rande. Und die Pflegepflichtversicherung, wie gesagt, die hatte früher Pflegestufen. Ja, man hatte von Pflegestufe 1, 2 und 3 gesprochen. Dann kam irgendwann noch so die Pflegestufe 0 dazu, wo man sagt, ja, so ein bisschen, so Demenz oder so. Und man hat von Pflegestufe 3 mit Härtegraden gesprochen oder Härtefällen. Ja. Da gab es eine Reform. Wir haben seither, jetzt sprechen wir aktuell von den 5 Pflegegraden, also Pflegegrad 1 bis 5. Und da gibt es einen fest definierten Katalog. Ja, je nachdem werden die Kriterien angelegt und dann eben vom medizinischen Pflegedienst erfolgt dann die Einstufung, in welchem Pflegegrad ich dann bin. Und dann gibt es tatsächlich Leistungen aus der Pflegepflichtversicherung. Was aber auch hier viele Leute nicht wissen, die Pflegepflichtversicherung, die deckt bei weitem nicht die tatsächlich anfallenden Kosten. Das ist so, ich sag mal, so eine Art Teilkaskoversicherung, wo man Zuschuss bekommt. Aber der größte Teil bleibt in der Regel an der pflegebedürftigen Person selber hängen. Das heißt, da wird das Privatvermögen aufgebraucht. Und wenn das Privatvermögen der pflegebedürftigen Person aufgebraucht ist, dann wird auch in vielen Fällen auf das Vermögen von Ehepartner, von Kindern oder von Eltern zugegriffen. Das heißt, da steckt eigentlich die ganze Familie mit im Boot. Ja. Deswegen habe ich es auch schon erlebt, dass Ältere gesagt haben, ja, ich will meine Kinder nicht da mit reinziehen, deswegen schließe ich für mich jetzt eine Pflegeversicherung ab. Genau, also ich bekomme die Anfrage von, also eigeninitiiert, tatsächlich oftmals von älteren Leuten. Da haben wir dann das Thema bei der privaten Pflegezusatzversicherung, wird in der Regel in vielen Fällen eine Gesundheitsprüfung fällig. Eine kleine, aber es ist in der Regel eine kleine Gesundheitsprüfung fällig. Da ist man mit fortgeschrittenem Alter natürlich, fällt man da durchs Raster. Und es gilt das Gleiche wie bei allem, wo die Gesundheit eine Rolle spielt. Je später ich einsteige, desto höher sind in der Regel die Beiträge, weil ich ein hohes Eintrittsalter habe. Deswegen Komme ich überhaupt noch rein? komme ich überhaupt noch rein von der Gesundheitsfrage und wenn ja, kann oder will ich mir den Beitrag leisten? Also es lohnt sich in der Regel auf immer oder lange Zeit, aber es muss einem halt klar sein, wenn ich als 60-Jähriger einen adäquaten Schutz haben möchte, wo ich sage, jawohl, der würde diese Zusatzkosten abdecken, muss ich eben deutlich tiefer in die Tasche greifen, wie wenn ich das als 20- oder als 30-Jähriger abschließe und mir damit langfristig einen günstigen Beitrag sichere.
Und ich bin ja auch schon die ganze Zeit versichert und nicht nur erst im Alter. Genau, genau. Wenn vielleicht die meisten Leistungsfälle sind, aber davor kann es ja auch schon passieren. Wie gesagt, ich selber habe ja zwei Herzinfarkte hinter mir. Also von daher, Pflege ist keine Frage des Alters, sondern der Gelegenheit. Das kann auch in jüngeren Jahren kommen, Stichwort Straßenverkehr auch. Was ich aber auch immer zu bedenken gebe, gerade wenn Leute Familie gründen, spreche ich das bewusst an der Stelle auch immer an. Warum? Und zwar, wenn die Eltern einen Pflegezusatztarif haben, einen privaten, und der mindestens 8 Monate besteht und dann kommt Nachwuchs auf die Welt, dann hat dieser Nachwuchs, genau wie in der privaten Krankenversicherung, das Recht auf den gleichen Versicherungsschutz, auf den gleichen Tarif wie die Eltern. Das heißt, wenn tatsächlich der Fall eintreten würde, was ich niemandem wünsche, ja, aber dass ein Kind nicht gesund auf die Welt kommt und Hilfe benötigt, dann würde das Kind mit Gesundheitsprüfung diesen Tarif nicht bekommen, aber über diese sogenannte Nachversicherungsgarantie bekommt das Kind eben diesen Tarif, wenn man innerhalb von 2 Monaten ab Geburt das Kind beim Pflegezusatzversicherer nachversichert, geht es wie gesagt ohne Gesundheitsprüfung. Das heißt, es ist nicht nur ein Schutz für einen selber, ja, dass man im Alter sich die gute Versorgung leisten kann und die Kinder nicht belastet, sondern wenn ich es als junger Mann oder junge Frau oder junge Person heute schon abschließe, dann schaffe ich mir da auch einen Schutz, dass wenn mit den Kindern bei der Geburt was wäre, dass ich die Kinder mit reinnehmen kann. Beziehungsweise auch wenn das Kind natürlich gesund ist, werde ich das dann trotzdem klar zusatzversichern für ein relativ schmales Budget. Wirklich, da sprechen wir über einstellige Eurobereiche, was so ein Kind kostet. Aber ich habe selber Kinder, die fangen irgendwann das Laufen an, die fahren Fahrrad und jedes Elternteil kann das nachvollziehen, dass man da manchmal Todesängste aussteht, was die Kinder machen, und man immer dankbar ist, wenn da nichts passiert. Es gibt ja auch Krankheiten, die werden erst nach 1, 2, 3 Jahren dann mal erkannt, die aber von Geburt an schon da sind. Also das ist für mich eins der Hauptargumente, auch schon in jungem Alter eigentlich eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen, dass man hier entsprechend seinen Nachwuchs mitversichern kann. Und 8 Monate voraus heißt also eventuell nicht gleich bemerkte Schwangerschaft, ist natürlich auch ein Thema. Also wenn ich hier schon damit liebäugel, irgendwann Kinder zu haben, dann sollte ich vielleicht das mal sicherheitshalber abschließen. Genau, ja. Also ist ein wichtiger Baustein. Ich kann vielleicht mal online zeigen, wenn die Leute sagen, ja Mensch, wenn die Pflegepflicht, die leistet doch schon was, und das, was da on top kommt, ja, das können wir vielleicht selber abdecken, was sowas kostet. Und an der Stelle auch der Zuruf, wenn tatsächlich ein Pflegefall vorliegt in der Familie, dann sagt man sich vorher vielleicht, ja, weiß ich nicht, brauche ich nicht, dann bleibe ich halt daheim und umsorge diese Person und kümmere mich selber drum. Das sagt sich sehr locker, aber wenn eine Person wirklich in größerem Maße pflegebedürftig ist, dann ist das oft ein 24-Stunden-Job. Es fehlt das medizinische Know-how oftmals. Ja, ich brauche Fachwissen, ich brauche Kraft oft, ja, um die Person irgendwo hinzutragen. Das kann man als Privatperson oftmals gar nicht leisten. Also die Leute gehen regelrecht kaputt dran eigentlich. So, ja, ich will da gar nicht schwarzmalen, aber es ist eine psychische Anstrengung, es ist eine körperliche Anstrengung, es fehlt das Know-how, diese Fähigkeit, diese Kenntnisse, wie gehe ich mit der pflegebedürftigen Person richtig um? Ich meine, das kann man sich noch aneignen irgendwo, aber es ist dann auch irgendwo meine eigene Lebensplanung, die futsch ist. Ich gebe mich völlig auf, wenn ich Familie mit Kindern habe, dann kann ich es schon gar nicht mehr irgendwie leisten. Das ist also der Punkt, ja. Ich gebe meine ganze Lebensplanung für Jahre hinweg auf, eventuell für das restliche Leben, wenn ja, je nachdem, wie alt die Person ist, die Pflege. Also wenn man da vielleicht zwei, drei Mal in Urlaub gehen möchte und es gewohnt ist, ja, dann muss ich da, selbst wenn ich es leisten könnte, gebe ich dann die Person in eine Pflege. Das ist teuer, ja, wenn ich was finde, ich muss es bezahlen. Das ist richtig, also es beeinflusst das komplette Leben. Und es ist ja oft auch so, dass in einer jungen Familie oftmals auch beide Partner arbeiten, vielleicht nicht Vollzeit. Teilweise auch müssen. Auch müssen, genau. Wenn ich Darlehen laufen habe für die Immobilie oder sonstige Dinge mir aufbauen möchte und wenn dann ein Einkommen wegfällt, wenn es vielleicht auch nur von dem Partner ist, der Teilzeit arbeitet, dann macht sich das in der Familie bemerkbar. Und
dann muss mir klar sein, von dem Pflegegeld, das ich von der Pflegepflichtversicherung bekomme, da muss ich dann eigentlich das wegfallende Einkommen noch abziehen und das bleibt mir dann übrig. Ja. Mhm. Ich gehe einfach mal rein, damit unsere Zuschauer nachvollziehen können, was das bedeutet. Es gibt hier zum Beispiel ganz normal, das ist öffentlich kann man öffentlich zugreifen, von den Betriebskrankenkassen einen Pflegefinder. Das gibt es genauso von den Ortskrankenkassen, den Pflegenavigator. Wir sind hier in Leonberg, Sitz des Unternehmens. Und wenn ich dann sage, Mensch, ich möchte hier gepflegt werden, bei meiner Familie sein und bleiben, und ich möchte mich da informieren, was sowas kostet, dann kann ich hier den Ort eingeben, die Entfernung, und einfach mal sagen, okay, gehen wir mal vom Worst Case aus, vollstationäre Pflege, und ich lasse mir das anzeigen. Und dann kommen die Ergebnisse und dann kann ich mir in der Hoffnung, dass da auch ein Platz frei ist, was raussuchen. Samariterstift Höfingen, das hört sich schön an, da gehen wir dann in die Details. Dann haben wir hier die Anschriften, wir haben ein paar Erläuterungen, es sind Erklärungen, wo ich aber viel interessanter finde, hier runter zu gehen. Hier sieht man die verschiedenen Pflegegrade und hier oben sieht man, was das Heim entsprechend dafür berechnet pro Tag. Man sieht die Gesamtkosten pro Monat. Achtung, da ist noch kein Friseur dabei, da ist noch nicht Kaffee und Kuchen am Nachmittag dabei und auch nicht die frische Brezel Samstag morgens, sondern das sind die Grundkosten. Hier unten sieht man dann einen Anteil der Pflegepflichtversicherung, hier als Pflegekasse bezeichnet. Das ist das, dass ich bei Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 bei einer vollstationären Pflege entsprechend bekomme. Und hier unten sehe ich dann meinen Eigenanteil, den ich selber noch zu leisten habe. Und da sehen wir, bei Pflegegrad 1, das überrascht vielleicht den einen, habe ich den höchsten Eigenanteil mit rund 3.000 Euro. Geht runter bis 2.700 und da muss mir klar sein, dass mir pro Jahr 30.000 Euro dann fehlen für die Pflegekosten, die ich dann selber bringen muss, wenn so eine pflegebedürftige Person 5 oder 10 Jahre dann noch lebt, werden das dann entsprechend 150 bis 300.000 Euro sein, die hier aus der Privatschatulle fällig werden. Als zweite Lösung vielleicht, wenn jemand sagt, Mensch, das möchte ich nicht oder das kann ich nicht, dann kann man sich natürlich auch mal Gedanken machen zu sagen, meine Frau beispielsweise kommt aus dem schönen Thüringen, ich gehe da mal in die Gegend rein. Ja, das ist eine sehr ländliche Gegend, das heißt, die Entfernung setzen wir mal lieber auf 20 Kilometer, vollstationäre Pflege, lass mir das mal anzeigen. Ich gehe da auch mal wieder in das Altenheim am Königstuhl. Das hört sich so schön nach Hanglage an, hat wohl sehr gute Note im Gesamtergebnis, ein paar Erläuterungen. Und siehe da tatsächlich, wen hat es gewundert, die Lohnkosten in Thüringen sind günstiger. Ich habe hier nur einen Eigenanteil zwischen 1600 Euro und 1200 Euro. Muss allerdings dann auch bereit sein, dass ich mich räumlich verändere, das heißt irgendwo in eine andere Gegend ziehe, wenn ich hier wohne im Süddeutschen, meine Familie dann halt wahrscheinlich seltener sehe, dafür aber entsprechend Geld spare. Trotzdem sind 1600 bis 1200 Euro pro Monat immer noch eine Stange Geld, die muss ich erstmal haben. Und ich muss natürlich auch gucken, ist dort überhaupt ein Platz frei? Also gerade die Gegend, in ländlichen Gegenden ist es oft so, dass man viel ältere Leute hat. Das heißt, da könnte es dann vielleicht auch sein, dass das zwar günstiger ist, aber vielleicht keine Plätze verfügbar sind. Aber das einfach mal für unsere Zuschauer. Ich beende die Aufnahme jetzt wieder. Das vielleicht als Eindruck für unsere Zuschauer, was sowas kostet. Und dass eine Pflegezusatzversicherung durchaus auch Sinn macht. Kann ich jetzt sagen, wie viel ich quasi abgedeckt haben will oder wie, nach was bemisst sich das? Es gibt mehrere Versionen, was ich in der Regel anempfehle oder regelmäßiger nehme. Das ist das Pflegetagegeld, also dass ich einfach definiere, ich suche mal einen Versicherer, der sagt, okay, je nach Pflegegrad 1 bis 5 bekomme ich einen im Tarif definierten Tagessatz. Das heißt, dass ich meinetwegen bei
Pflegegrad 5 sage, ich bekomme 50 Euro Tagessatz oder 80 Euro Tagessatz, je nachdem, was ich eben privat absichern möchte und will, ist auch eine Beitragsfrage. Und bei den Pflegegraden darunter bekomme ich eben einen prozentualen Anteil in der Regel des vereinbarten Tagessatzes, dass ich zum Beispiel sage, 80 Euro Tagessatz bei Pflegegrad 5, bei Pflegegrad 4 sind es dann 80% davon, bei Pflegegrad 3 sind es 60% dieses Tagessatzes. So kann man das in der Regel verstehen. Was sollte ich abschließen? Kommt auf meine Region an, wo ich wohne dann? Das kommt ein Stück weit auf die Region. Also die Frage, ja, wie möchte ich versorgt sein? Ja, bin ich hier im schönen Süden, in Baden-Württemberg, bin ich in einer anderen Region? Was kosten diese Pflegeeinrichtungen dort, ist tatsächlich ein Anhaltspunkt, wo es Sinn macht, mal reinzuschauen. Das kann aber auch sein, gerade das Thema bei jungen Investoren vielleicht, dass ich sage, Mensch, ich habe vielleicht durch meine Mietimmobilien, wo ich Mieteinnahmen habe, habe ich vielleicht schon einen Überschuss von ein paar hundert Euro. Dann habe ich natürlich die Freiheit zu sagen, okay, ich bräuchte zum Beispiel, ich habe eine Lücke von 2.500 Euro beispielsweise, 500 Euro oder 1.000 Euro pro Monat sind durch Mieteinnahmen abgedeckt und da kann ich mir auch vorstellen, dass die auch weiterlaufen, wenn ich Pflegefall werde. Dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, zu sagen, ich sichere nur die Differenz ab, die 1.500 Euro. Auch hier gilt das Gleiche wie bei vielem, wo Gesundheit eine Rolle spielt. Wenn ich später merke, hoppla, ich habe Zusatzeinkünfte, also ich habe jetzt 500 Euro, mit denen ich fest planen kann als Einkünfte und später kommen vielleicht durch neue Objekte höhere Mieteinnahmen dazu, die dauerhaft kalkulierbar sind, dann habe ich später jederzeit die Möglichkeit, den versicherten Tagessatz zu reduzieren. Mhm. Ja? Wenn es andersrum ist, wenn ich vielleicht sage, Mensch, ich möchte zum späteren Zeitpunkt höhere Absicherung haben, weil sich familiäre Verhältnisse geändert haben, wie auch immer, dann macht es Sinn, einen Tarif zu vereinbaren mit einer Dynamik, dass ich alle 3 Jahre beispielsweise die Möglichkeit habe, den Tagessatz zu erhöhen ohne neue Gesundheitsprüfung, dass ich das als Option dann annehmen kann oder ablehnen kann, je nach Situation. Habe ich denn irgendwelche Nachversicherungsoptionen, um das zu erhöhen? Es gibt Tarife mit Nachversicherungsoptionen, also wie gesagt, die bekannteste, die... Kinder, klar, das ist wohl immer so. Genau, also ich kann die Kinder nachversichern, wenn sie auf die Welt kommen, das ist eine dieser Optionen. Was eben diese Option ist, ist diese Aktivdynamik, das heißt, dass ich in bestimmten Intervallen die Möglichkeit habe, meinen versicherten Tagessatz hochzusetzen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Ich habe natürlich, solange ich jederzeit gesund bin, kann ich mit neuer Gesundheitsprüfung auch außerplanmäßig die Sachen höher setzen. Da ist aber, so wie gesagt, immer eine neue Gesundheitsprüfung fällig. Genau. Der Beitrag explodiert ja nicht so extrem wie bei Berufsunfähigkeit oder private Krankenversicherung jetzt, wenn ich älter werde. Naja, von explodieren bei einer Berufsunfähigkeit und bei einer Krankenversicherung, das sind wir weit davon entfernt, weil auch bei einer BU und bei einer Krankenversicherung und genauso bei einer Pflegezusatzversicherung sind die Tarife in der Regel kalkuliert mit Alterungsrückstellungen. Also es gibt auch Tarife, die ohne Altersrückstellungen kalkulieren, die sind heute günstiger, damit sichere ich mir quasi die Eintrittskarte, das kann ich wirklich für kleines Geld mir den Fuß in die Tür setzen, aber da ist in der Regel auch mit eingebaut, dass nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes oder nach Erreichen eines bestimmten Alters dann umgestellt wird von der Tarifvariante ohne Alterungsrückstellungen in die Tarifvariante mit Alterungsrückstellungen. Hat den Vorteil, ich bin am Anfang für ein kleines Geld versichert, habe vollen Versicherungsschutz, hat den Nachteil, dass dann zum Zeitpunkt der Umstellung das dann vorhandene Eintrittsalter zugrunde gelegt wird. Das heißt, wenn ich mit 30 mir diesen Einstiegstarif ohne Altersrückstellung erhole, dann bin ich günstig versichert. Ich werde dann aber mit 40 beispielsweise umgestellt und habe dann eben für diese Umstellung das Eintrittsalter 40, habe einen höheren Beitrag, der dann aber lebenslang gilt. Das muss man abwägen, wie die persönliche Situation ist. Ja. Ich habe in meiner, ich bin jetzt fast 20 Jahre in der Branche, ich habe auch schon Studentenpflege versichert mit Zusatz, denen das wichtig ist, die vielleicht tatsächlich in der Familie den Fall gehabt haben, um 10 haben, Mensch, die Eltern belastet es, Oma und Opa zu sichern. Und ich möchte da für mich einfach eine Sicherheit schaffen. Die kann man für 3 bis 4 Euro monatlich, kann man sich da diese Eintrittskarte holen mit vollem Versicherungsschutz, also mit sehr hohem Tagessatz. Ja. Ja.
Die Frage ist für mich, ich bin jetzt schon Mitte 30 bis Mitte 50. Ja, dann wird es Ja, Zeit, wenn ich also sowas dann kann ich aber noch einsteigen und es mir leisten. ja, also wie gesagt, je höher das Eintrittsalter, desto höher der Beitrag. Man muss die persönliche Situation anschauen, welcher Tagessatz macht denn Sinn abzusichern. Und dann findet man auf jeden Fall eine gute Lösung. Ich empfehle es nicht vor sich hinzuschieben, weil wie gesagt, ich kann meine persönliche Situation, ich weiß nicht, wie ich in 30 Jahren drauf bin. Bin ich jung und bin ich jung, also fühle ich mich noch jung und fit und gesund? Oder wir sehen es an unseren Eltern und Großeltern. Keiner hat geplant, Pflegefall zu sein oder dement zu werden. Ja, das ist. Aber es nimmt halt ja auch irgendwo immer mehr zu. Wir werden immer älter und Richtig, ja. richtig. Ja, genau. Jetzt würde ich sagen, also pauschal ist wahrscheinlich der bestmögliche Zeitpunkt irgendwie, wenn Kinder geplant sind, sag ich mal. Ja, dann sollte ich mir also als letztes mal Gedanken gemacht haben, wenn ich es nicht davor schon getan habe. Ja, auch wenn Kinder da sind, ist das immer noch ein Thema danach. Wenn alle gesund sind, wie gesagt, Gesundheitsprüfung ist die Hürde, dann ist das kein Thema. Nur wie gesagt, Pflege lässt sich nicht planen. Ja, wenn ich heute rausgehe und mich in mein Auto setze, dann gehe ich davon aus, dass ich abends wieder heil heimkomme. Aber ich fahre auch mehrmals in der Woche an irgendwelchen Unfällen vorbei, wo ich sage, die haben das alle nicht geplant. Ja. Da muss ich mir halt im Klaren darüber sein, was mir meine Versorgung und meine Familie auch wert ist. Und wie gesagt, man kann es, wenn man sagt, ich möchte es mit kleinen Beiträgen einsteigen, ja, weil heute meine Liquidität vielleicht nicht so hoch ist, dann kann man sich da eine Eintrittskarte lösen. Vielleicht für die guten Schwaben und für deine Kunden noch der Anreiz. Ich habe natürlich die Möglichkeit, eine private Pflegezusatzversicherung bis zu einem bestimmten Höchstsatz auch in der Steuererklärung zusätzlich abzusetzen. Also je nach Steuersatz zahle ich das also nicht ganz alleine, sondern das ist im Staat wirklich auch wichtig, dass man hier das Thema ernst nimmt und sich frühzeitig um Versorgung kümmert. Gib mal so ein paar Beispiele für Beiträge. Wie können die irgendwo liegen? Wir haben schon gehört, Anwartschaften, Kinder, das liegt also unter 10 Euro. Ja. Wie liegen die anderen? Kinder, wie gesagt, Volltarif, da gibt es in der Regel diese Tarife ohne Altersrückstellungen nicht, weil das vom Beitrag gar nicht abbildbar ist, die sind zu billig. Kinder mit einem Volltarif, also wirklich voller Versicherungsschutz mit Altersrückstellungen, bist du irgendwo in der Größenordnung zwischen 5 und 10 € monatlich dabei, hast dann einen Tagessatz irgendwo zwischen 40 und 70 € abgesichert bei Pflegestufe, bei Pflegegrad 5, ja, hast du Dynamikoption dabei. Also von daher sieht man da für wenig Geld viel Leistung bei Leuten, die zwischen 30 und 40 einsteigen. Wie gesagt, Tarife ohne Alterungsrückstellungen kann man so für 3 bis 7 € sowas abbilden pro Monat. Ja, also wirklich kleines Geld, hat dann, wie gesagt, definierte Zeiträume, den kleinen Beitrag hat später die Erhöhung, aber das kann ja vielleicht auch aufgrund der persönlichen Situation so gewünscht oder geplant sein. Wenn ich mit einem Normaltarif einsteige mit Altersrückstellungen, so in der Altersgruppe 30 bis 40, dann muss ich irgendwo rechnen mit 25, also ich sage jetzt mal 20 bis 35 € in der Größenordnung, dass man dann einen Tagessatz hat, der auf einem vernünftigen Niveau liegt. Genau. Das ist schon mit einem fortgeschrittenen Alter oder auch noch jung, mit 30, Mitte 20, dass ich so eine Größenordnung habe von 25 €. Ja, also deine Frage war, ja, so für 30, 40-Jährigen 25 bis 35 oder 20 bis 35 €. Ja, das hört sich vielleicht erst mal relativ hoch an, aber dieser Beitrag bildet das tatsächliche Risiko ab. Ja. Wie gesagt, je älter ich werde, desto höher wird das Eintrittsalter und entsprechender Beitrag. Und ganz klar, mit jedem Tag, wo ich älter werde, steigt das Risiko, dass ich altershalber Pflegefall werde. Ja. Und dementsprechend ist, wie gesagt, meine Empfehlung, sich da in jungen Jahren schon Gedanken zu machen. Wenn im Alter, wie gesagt, tatsächlich oder zum späteren Zeitpunkt durch Erbschaft, durch private Rentenversicherung, durch hohe Mieteinnahme, wie auch immer, ich mein Einkommen sicherstelle, dann habe ich ja die Möglichkeit, dann auch meinen versicherten Tagessatz runterzusetzen. Wenn ich 3 oder 4 Mietwohnungen habe, die ich vermietet habe, und ich habe da 3.000 € Mieteinnahmen pro Monat, und ich sehe, okay, meine Pflegekosten sind halt hier in der Region Leonberg, Stuttgart, sind
4.500 Euro. Dann kann ich ja die Rechnung aufmachen und sage, okay, 3.000 Euro Mieteinnahmen habe ich. Ja, ich habe 1.500 Euro beispielsweise gesetzliche Rente. Also ist im Pflegefall das Thema gedeckt. Ja, da muss ich mir halt die Frage stellen, möchte ich die Mieteinnahmen dann tatsächlich für die Pflege verbraten, also einsetzen? Da viele auch schon frühzeitig, eigentlich alle 10 Jahre, auch Teile der Immobilien schon an die Kinder übertragen haben, um die Steuer zu optimieren. Und dann ist immer die Frage, wie viel bleibt dann noch am Ende übrig, weil dann verliere ich nachher erst wieder über Erbschaftssteuer, wenn ich alles bis zum Ende übrig lasse, weil ich es ja noch brauche. Okay, ich kann zumindest dann vielleicht per Nießbrauch übertragen, aber komplett schenken oder derartig ist natürlich schöner, um dann wirklich dann auch die Steuervorteile maximal zu nutzen und die Kinder maximal entsprechend auch partizipieren zu lassen an dem Vermögen. Ja. Also das Thema ist, will ich diese, bleiben wir bei dem Beispiel 3.000 Euro Mieteinnahmen, möchte ich die für die Pflege einsetzen und dem Familienvermögen entziehen? Mhm. Oder bin ich mit 20 oder 30 vielleicht bereit zu sagen, okay, ich lege 20 Euro monatlich auf den Tisch, das ist schon eine einfache Rechnung, das sind dann, machen wir eine gerade Zahl, 300 Euro im Jahr, die ich zahle, habe eine Laufzeit von 60 Jahren, dann habe ich hier 18.000 oder 20.000 Euro in den Ring geworfen, wenn ich schon jung eine Pflegeabsicherung abschließe, und halte das dagegen und sage, okay, wenn ich hier in der Region bin, habe ich eine Lücke mit 2.000, 2.500 Euro. Wenn ich tatsächlich Pflegefall werde, dann ist das, was ich lebenslang als Beitrag in den Ring geworfen habe, in einem Jahr verbraucht. Ja, also. Aber wir gehen jetzt immer nur, wir sprechen gerade immer nur von dem Fall, dass ich im Alter Pflegefall werde. Genau. Ja? Dass ich das heute schon werde, ist eigentlich das viel immanentere Risiko irgendwo. Das Alter kann ich irgendwie mit meinem Immobilienbestand vorsorgen und aufbauen, aber wenn ich es heute werde, dann ist halt da auch durch nichts gedeckt. Also der finanzielle und der familiäre Worst Case ist, dass jemand in jungen Jahren Pflegefall wird und aber körperlich vielleicht noch trotzdem vital ist und gesund ist. Das heißt, der einfach noch lange Zeit auf der Lebensuhr hat, aber entsprechend trotzdem ein hohes Maß an Versorgung braucht. Ja. Da, wenn sich so ein Pflegefall lange Zeit hinzieht, wie gesagt, ist es für die Familie einfach dieses familiäre Leid, dieses persönliche Leid. Und wenn dann noch zum persönlichen Leid das finanzielle Leid dazukommt, weil eben schrittweise das Familienvermögen liquidiert werden muss, um die Pflegekosten zu zahlen, das wünsche ich keiner Familie. Das trifft nicht viele, da bin ich bei dir. Ja? Aber es trifft mehr, als man denkt. Denn es ist ja auch, wenn man es anschaut, irgendwo 5% Quote Menschen mit Behinderung. Mhm. Das fällt einem im Alltag gar nicht so auf, dass das jeder 20. ist, der irgendwas hat. Ja. Weil die dann teilweise auch auf spezielle Schulen gegangen sind etc. Und man ist gar nicht damit so in Berührung gekommen. Ja. Und die Quote ist einfach da. Also gerade auch Behinderung von Geburt an ist ein ganz großes Thema, wo ich auch wieder denke, hier für mich spricht auch dieses Kindernachversichern als ganz großer Faktor rein. Ja, also ich möchte dir als Zuschauer da auch zurufen, zu sagen, Mensch, überleg einfach mal, schau mal in deinem Umfeld und guck mal, ob du jemanden kennst, der einen Pflegefall in der Familie hat, also Oma und Opa, altershalber Pflege, aber ich bin sicher, du kennst auch jemanden, der unter 60 ist und trotzdem schon Pflegefall ist. Also entweder dement oder durch einen Verkehrsunfall oder durch eine Krankheit. Ja. Es ist ja nicht immer so, dass zum Beispiel, wenn ich eine schwere Erkrankung habe, dass ich da wieder hinterher wieder voll einsatzfähig bin, sondern da kann es auch sein, dass das eben Spuren hinterlässt. Ja. Und dann sind wir genau in diesem Thema, dass ich sage, okay, ich kann vielleicht nicht mehr arbeiten, Einkommen fällt weg, ich brauche Hilfe von außen, einen Pflegedienst ambulant oder eine teilstationäre oder vollstationäre Pflege und dann bin ich schon in dieser Kostenspur mit drin. Ja.
Für mich ist Versicherung ja auch immer, ich sichere das ab, was ich nicht irgendwie leisten kann selber. Das heißt, ich brauche nicht die Glasversicherung oder Hausratversicherung, weil wenn mir meine Bude abfackelt, dann nehme ich einen Ratenkredit auf und dann ersetze ich das, ja, wenn ich das Geld nicht so habe. Da werde ich dafür gelüncht von in Versicherungsgruppen, wo die Profis sitzen, die sagen, also so eine Einstellung geht gar nicht. Einen Ratenkredit aufnehmen geht gar nicht und so. Ich muss auch Hausrat versichern, aber da bin ich konsequent und sage, also Versicherung für den Worst Case, was ich nicht selber so ohne weiteres ausgleichen kann. Und deswegen ist für mich ganz klar, Pflege ist ein Thema, Hausrat ist für mich kein Thema, muss jeder selber für sich sehen. Aber in der Praxis erlebt man es doch teilweise eher andersrum. Hausrat wurde abgesichert, Kfz wurde Vollkasko versichert, aber die wirklich relevanten Sachen, über die hat man sich keine Gedanken gemacht. Deswegen denke ich, sollte man wirklich da nochmal irgendwo den Fokus drauf legen, sich anzuschauen auf die relevanten Themen, Krankenversicherung, eventuell eine Zusatz oder auch nicht, das kann man ja noch überlegen, aber Pflegezusatz, dann entsprechend eventuell eine Unfallversicherung, Haftpflicht sowieso ein Thema, dann, wenn ich andere absichern muss, Risikolebensversicherung als Thema und dann. Wenn ich sage, okay, ich will das Geld nicht ausgeben, dann muss ich halt an anderer Seite sparen und schmeiß halt die unnötigen Versicherungen irgendwo raus. Ja, also da bin ich ein Stück weit bei dir. Die Priorität sollte das eigene Wohlbefinden haben, also die eigene Gesundheit, alles, was mit meinem Körper zusammenhängt, Arbeitskraftabsicherung, Gesundheit absichern, dass ich gute medizinische Versorgung habe oder auch gute Pflege, das sollte an erster Stelle stehen. Da bin ich bei dir. Hausrat habe ich ein Stück weit eine andere Meinung wie du. Da, auch da kann man das Thema fahren, ja, Worst-Case-Absicherung, das kriege ich aber auch für kleines Geld hin, das soll aber Thema von einem anderen Video sein. Aber es ist keine Pflichtversicherung. Also mein Job als Berater ist es, die Leute darauf hinzuweisen, eine Empfehlung auszusprechen, die zu begründen und damit eine Grundlage zu schaffen, dass der Kunde selber in die Lage versetzt wird, dass er eine Entscheidung treffen kann. Und so ist es beim Pflegebereich auch. Ja. Ich meine, verpflichtet bin ich eigentlich nur zur Krankenversicherung und zur Pflegepflicht. Pflegepflicht und zu sonst nichts. Ich bin nicht Genau. einmal zur Haftpflichtversicherung verpflichtet, Genau. wobei da sind wir uns ja Genau. wahrscheinlich einig, dass das Ding Ja. einfach ja, eine Basisversicherung ist, die man zu haben hat. Ja. Richtig, in Deutschland haben wir tatsächlich wenig Pflichtversicherungen. Also Kranken- und Pflegepflichtversicherung ist ein Thema. Wenn ich ein Fahrzeug fahre, also ein Auto, dann ist die Kfz-Haftpflicht vorgeschrieben. Ich muss eine Immobilie heute nicht mehr versichern, also ich kann auch eine Immobilie komplett Außer unversichert ich bin in lassen. der WEG, dann muss die WEG, aber Immobilie Genau, muss ich nicht, solange kein Darlehen drauf ist, wo die Bank solange sinkt. die Bank, auch die Bank könnte hergehen und sagen, ist uns egal, ja, aber in der Regel wird sie drauf bestehen, in vielen Fällen. Und Rentenversicherung muss nicht jeder, muss nur der Angestellte. Und auch Als Arbeitslosenversicherung muss nur genau, der als Angestellte. sozialversicherungspflichtig Angestellter habe ich die Sozialversicherungen eben, die Arbeitslosenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung. Ja, oder bestimmte selbstständige Berufsgruppen sind auch pflichtig in der deutschen Rentenversicherung, Bund, ja, aber das sind dann die einzigen, also zu Hausrat, zu Pflegezusatz, zu einer Berufsunfähigkeit. Kfz-Vollkasko, Berufsunfähigkeit zwingt mich niemand. Ja. Ja. Genau. So. Wenn ihr noch Fragen habt zur Pflegezusatzversicherung, schreibt uns gerne an. Genau, die Adresse Steht unterm Video drunter. wird unten eingeblendet. Genau, kommt auf uns zu oder macht einen Termin aus für die Beratung. Bis dahin Vielen und bis Dank. zum nächsten Video.